Hi ihr Lieben, da ist sie wieder, die nächste Neon-Box ist da und ich bin schon voll neugierig. Sie hat einen kleinen Ditcher da oben, da. Irgendwer war da schon sehr neugierig, ich bin's auch. Deswegen habe ich sie ja schon aufgeschnitten, weiter habe ich aber noch nicht reingeguckt. Itadakimasu! Yay! Das lässt ja... Sieht schon recht cool aus, ne? Ich weiß noch nicht, was ich da sehe. Ihr seht, es sind Food Wars. Oh Gott, es ist ein... Ich pack's aus. Es ist ein Teller. Es ist... Moment. Es ist ein Teller. Ich jetzt schon sehr begeistert bin. Ich sollte ihn noch so rausziehen, dass man das sieht. Sieht der nicht cool aus? Ich meine, ernsthaft, die sieht cool aus. Ich habe Food Wars tatsächlich mal angefangen. Ja klar, anders lässt sich das auch nicht verschicken. Ich habe Food Wars, wie gesagt, mal angefangen. Fand es eigentlich relativ blöd. Keine Ahnung. Ich bin da nicht so richtig weit gekommen. Ich mag halt... Also es tut mir echt leid für alle, die auf solche Animes stehen. Aber ich mag halt Animes nicht, in denen die Damen irgendwie... nur auf ihre wackelnden Titten und ihre kurzen Mini-Röckchen reduziert werden und hat mich ein bisschen genervt, dass die Damen dann immer so hoch und ach und hier Wackeltittchen und da Wackeltittchen und ja, wir laufen ja auch alle mit Doppel-D rum, ne? Was ist das? Oh, ich befürchte das Schlimmste, das ist aber nicht wieder so ein komisches Zeugs, ne? Der Gashikashi. Okay, dieses Monat wartet eine Sammlung von Dagashi auf euch in der Nihonbox. Okay, sie haben Süßigkeiten rausgesucht, die in dem Manga Dagashi Kashi auftauchen. Okay. Das ist so eine Süßigkeiten-Sammlung. Die werde ich jetzt aber nicht ausprobieren. Vergesst es. Nope. Okay, wir machen weiter. Das ist eine Tasche. Meine Tasche! Das ist ein kleines Täschchen. Sieht so hübsch aus. Der Gashi Kashi. Aha. Nihon Box Exclusive. Okay, Moment. Ich hole die mal aus ihrem Plastik, Beutelchen raus. Ich habe von diesem Anime noch nie was gehört. Hat den einer von euch schon mal geguckt? Ich nicht. Sie ist süß. Oh, oh, riecht furchtbar. Oh, sei froh. Riecht voll nach Textil. Was ist das? Letzten hier im Boden. Fuki Naruma Patteln. Okay, das sind. Ach, das ist ein Küchentuch. Moment. Ja, das ist ein Küchentuch. Ich das richtig verstehe. Wenn ich, ja, es ist wirklich geil. Komm, geh weg. Das ist ein Küchentuch. Ein Küchenputztuch. So. Das braucht die Welt. Aber irgendwie sehen sie süß aus, ne? Guck mal. Ja, irgendwie sieht es doch sehr süß aus. So, machen wir weiter. Was ist das? Oh Gott, das ist ein Puzzle. Oh Gott, das ist ein Puzzle. Gintama. 208 Stück. Das packe ich jetzt nicht aus. Kann sein, dass das irgendwann, also für alle, die es noch nicht mitgekriegt haben, Dinge, die ich aus der Umelbox, Umelbox kriege ich ja nicht mehr, aber aus der Neonbox nicht brauche, beziehungsweise wo ich auch nichts mit anfangen kann, versteigere ich in zusammengestellten Boxen auf eBay.
Die erste habe ich jetzt schon versteigert und alles, was ich nicht so gebrochen kann, da wird auch dieses Puzzle bei landen, landet in diesen Boxen und wird dann definitiv von mir versteigert. Also, muss dann nochmal gucken. Wenn ihr, wie gesagt, ich teile das dann auf Twitter, wenn ihr Twitter habt, guckt da rein. Das wird auf jeden Fall versteigert werden. So, was haben wir hier? Hier haben wir, oh Gott. Okay, es ist ein Dragon Ball Z Sojasoßen-Tellerchen. Ihr kennt diese kleinen Tellerchen, die immer zukommen, wenn ihr Sushi, oh Gott, quietsch, wenn ihr Sushi kriegt. Der ist sehr süß, oder? Den will ich tatsächlich behalten. Ich weiß nicht, wohin mit meiner süß-sauren Soße und irgendwie ist der. Der ist voll putzig. Ein Dragon Ball Sojasoße. Okay. Wo Freezer oder die Dragon Balls gibt's? Den hab ich. Ich glaube Buu, ne? Ist das Buu? Ja, ich glaube schon, ne? Steht auch nirgendwo drauf, oder? Zumindest ist nicht, wenn man Japanisch nicht lesen kann. Scheiß. Okay. Was bist du? Oh. Oh, du bist ein. Ein Keycover von Tokyo Ghoul. Ein Keycover mit einem Chibi. Okay, was mache ich? Wie machst du denn das? Also ich meine, ich kenne Keychains, die kenne ich gerade noch. Aber was ist ein Keycover? Da ich den behalten will, darf ich die jetzt auspacken. Ach so, da kommt der. Ah! Cool. Da kommt oben der Kopf von dem Schlüssel rein. Ich habe jetzt leider gerade keinen Schlüssel zur Hand, sonst würde ich das zeigen. Das ist ja cool. Also quasi so, ja, wie es hier gezeigt wird. Nee, ist der untere Teil. Der obere Teil würde ja nie im Leben reinpassen. Der ist süß. Wer ist das? Guckt einer von der Tokyo Ghoul und kann mir sagen, wer das ist. Hier steht zwei mögliche Designs. Einer mit dem regulären Kaneki, mit dem einen Auge und der, der Binde oben drüber. Und Kakusei. Also ist das Kakusei. Die Kakusei-Version. Ha! Ich taste mich mal eben. Nein, hier ist nichts mehr. Außer Müll. Oh Gott, das wird jetzt so süß. Das wird so süß. Das hier wird so was süß. Süß! Gott, das sind Lunchboxen. Ein kleiner Fuchs oben drauf. Agretsuko. Es ist ein Panda. Ein roter Panda. Bleib's offen. Ein roter Panda, der, der Star eines Netflix-Animes, okay. Das ist ja cool. Das ist cool. Mir passt übrigens diese Lunchbox tatsächlich. So reagiere ich auf Arbeit öfter. Ah! Das bin ich. Ich rage mich komplett aus. Die sehen sehr cool aus. Die mag ich. Ja, und damit sind wir mit der Nihon Box diesmal auch schon wieder durch. Weil ich die echt cool finde. Ich bin schon sehr gespannt, ob die aus dem März sind. Ich habe. Das passt nicht. Das passt nicht. Das passt du da bitte wieder rein. Denn ich habe schon Bilder gesehen, was da alles drin sein soll. Und ich freue mich extrem drauf. Das wird richtig, richtig cool werden, glaube ich. Soll was von Cardcaptor Sakura drin sein? Mal gucken. Ja, aber noch nicht Glück. Okay, ich lese mir gerade das hier mal durch. Also im Februar 2019 haben sie die erste Nihon-Box gepackt. Ach, seitdem ist das ganz schön gewachsen, ja. Nihon-Box ist immer noch da und die enthusiastische Community wächst. Wir möchten uns total bedanken. Und wir haben uns entschieden, eine Food, also eine essensthematisierte
Geburtstagsbox Itadakimasu zu machen. Ja, der Content ist ein bisschen anders als bei den anderen, das muss ich auch sagen, aber ist immer noch besonders und überraschend. 8 Produkte und 3 davon sind in Japan gemacht. Ja, Food Wars oder der Gashikashi sind halt essensthematisierte Mangas und es ist schon sehr spannend. Doch, ich fand das sehr... Ich möchte euch das Bild zeigen. Ich möchte auch echt unbedingt mal nach Japan. Schau euch das mal an. Das ist voll cool. Das ist gut fixierst du mal, Kamera? Vielen Dank. Ich liebe dich, kleine Kamera. Da möchte man doch gerne mal hin. Aber gut. Wir sehen uns in der nächsten Box. Ich freue mich auf euch. Bis dahin. Bye, bye.